so lame they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Ja, wollt ihr mir nicht Kate schreiben? Evan. Of course. Da kommt sie schon. That's why no shits were given. Evan rolls. Na, hier steht dann genau das gleiche. Ugh, why hello Trevor and Dana. Ja, jetzt mal Papa bei Kate. Supermax, falls du sie noch brauchst, nächstes Zimmer ist 111. Okay, du bist klasse, danke. Ich liebe es, wie du meine innere Rebellin wächst. Du bist längst eine Rebellin, vertrau mir. Immer, und sei bitte, bitte vorsichtig, okay? Na klar, ich halte dich auf den Laufenden. Das weiß ich doch. Oh, ich will Kate auch als so. Room 111 is the magic number. Okay, da siehst du, bin ich ja schon mal richtig, aber... Sorry, Kate. Looks like one of the jocks did care about Kate. Ja, was das bedeutet nicht, aber ihm tut's halt leid. Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky I'm a pacifist. Achtung, Schwuchtelalarm. Hier wohnt Warren. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. Na gut, wir gehen jetzt mal in Nathan's Zimmer. Steht nie bei denen eigentlich. The Prescott's rule, this town. Die Prescott's, also seine Familie. Na hier. Ich hatte gerade das Wort auf dem Mund, der Zunge. Oh, wie sieht das hier voll gruselig aus? Also, was ist gruselig? Aber now I need to find Nathan's phone. Or anything with clues. Ja. Max, ich weiß es zu schätzen, dass du dich für David eingesetzt hast. Es ist... Oh, warte doch mal. Es gefällt Chloe nicht, aber sie muss erwachsen werden. Aber das wird nicht passieren, wenn ihr illegalen Unsinn veranstaltet. Oh, scheiße, mein Kopf. Au. Wie nachts in Blackwell einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist, also kein Ausreden. Ich hatte gehofft, du würdest sie auf den richtigen Weg führen, aber sie scheint wieder abzurutschen. David will ihr helfen, aber sie lässt ihn nicht. Du könntest so ein guter Einfluss sein, außer ihr wollt beide rebellieren. Tut mir leid, Joyce. Ich baue auch Mist. Aber ich versuche, ein guter Einfluss auf Chloe zu sein. Ich weiß, Max. Ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. Nebenbei, ich habe in der Garage ein Vogelnest auf dem Boden gefunden. Arme Eier und Vögel. Ich hoffe, du und Chloe haben nicht da drin rumgeschnüffelt. Nö. Eigentlich nicht. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. The best son in the world. Der beste Sohn der Welt. Dieses Diplom belegt, dass Nathan Prescott offiziell der beste Sohn der Welt ist. 6. Juni 2006, die Eltern, Sean Prescott. Oh Gott. Na gut, sind ohne Eltern. That monochrome camera is brand new and cost about 6 grand. Bastard. Welcome to the boys' dorm. Hä? I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. I don't think this prescription has helped Nathan. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Tja, irgendwie. Ja, ja, wie sich, das war ja früher halt. Aber so ein Foto würde ich doch niemals auf meinen Schreibtisch stellen. Das sieht doch so doof aus. Nathan is way into this party. Bad sign.
Was geht? An Victoria Chase von Nathan Prescott. Hey, meine Hübsche, sag mir, was du heute Abend zum Vortex anziehst, damit ich genauso stylisch und teuer gekleidet sein kann. Ich bin voll scharf drauf und sammle nachher noch fette Partygeschenke ein. Ich habe meinen Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann Regie, oder? Oh, bastard. Now I remember why I hate you. Das ist das and why Kate will get justice. Genau. Kates Video, Vortex Club, Oktober 2013, Kate lässt's krachen. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Mach dir keine Sorgen. Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich und deine Mutter und ich sind immer für dich da, wenn du reden willst. Lass dir einfach einen Termin geben. Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt, aber für den Moment bleiben wir bei deinen Medikamenten. Während der Entwicklung von Pan Estates brauche ich einen besonnenen und ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Prescott ist zu sein, ist eine Last und ich werde dich Schritt für Schritt darauf vorbereiten, wie mein Vater vor mir. Es war schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete, aber eines Tages wirst du mir danken. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es wird Zeit, dass wir diese verschissene Stadt einen Einlauf verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermassel es nicht, Sohn, dein Vater. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. Oh je, sorge dich nicht. Christine Prescott und Nathan. Tudu Bim aus Brasilien, kleiner Bruder. Es ist lange her, dass ich was von dir gehört habe. Also sag mir bitte, was in deinem aufregenden Schulleben in Blackwell vorgeht. Ich gebe bei allen meinen Kollegen im Friedenschor an, dass mein talentierter Bruder Nate ein Vollstipendium für eine der besten Kunstschulen der Welt hat. Ich kann zwar nicht immer auf mein Handy oder meine E-Mail zurückgreifen, aber bitte, bitte, bitte schick mir neue Campusfotos, damit ich direkt durch dein Objektiv blicken kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Und ja, Mutter hat mir gesagt, du steckst in Schwierigkeiten und Vater drangsaliert dich, aber du musst ihn entweder ignorieren oder dich gegen ihn auflehnen. Du weißt, ich liebe Papa Nate, aber ich bin wegen ihm in einen Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er hat Macht geerbt, nicht Weisheit, und die einzige Art, gegen ihn zu gewinnen, ist dagegen zu halten. Lass dich von ihnen nicht für das Vermächtnis der Familie verändern. Ende der Predigt. Du bist in der Schule. Ich wollte nur, dass du dich dort zu Hause fühlst. Ich muss wieder zu den Mangroven. Ich schicke dir gute Gedanken. Schreibe mir oder ich muss dir einen Jaguar ins Wohnheim schicken. Chris. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Generisches Dexamin. Extremer Appetithemmer. Online erhältlich ohne Vorschreibung. Verschreibung. 100 Pillen, $250. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Benutzereinleitung. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen. GP-17. 9mm Pistole. Bedienungseinleitung. Nathan likes his tortured subjects way too much. These films all have a dark pattern. Nathan Prescott, all American teen. Butts and poops, poops, die best titten Oregons. Oh Gott. Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. It's so damn creepy, but the guy has his own style. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. I don't think one book can guide the Prescotts. Wutanfall. Ein Leitfaden zur Aggressionsbewältigung für Teenager und Eltern. Dr. Bill. Wie drei. Ach nee. Obwohl, wir können ja kurz mal reinschalten. Whale songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears.
Come on, Max. You're in the belly of the beast. Ja, ja. That is so Chloe. Ey, Arschloch, wir müssen reden, oder? Ich erzähle allen, was du getan hast, und dafür wirst du bezahlen, Wichser. Oh my God. Chloe. Chloe. Oh Mann, oh Mann. Kamera habe ich ja schon. Objektiv. Hab ich das schon angeguckt? I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. Kratzspuren. What the hell are all those marks on the floor? Let's find out what you're hiding. Oh yes, little phone. You are mine now. Dass denen immer nicht auffällt, wo ihr Telefon ist. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back. Ja, der kommt jetzt nicht. Also hier ist immer noch nicht. Also ich... Ah, jetzt ist mir auf jeden Fall... Das habe ich ja noch gar nicht gelesen. Ich lese es jetzt nicht vor, ich mache es wieder so. Das war aber jetzt noch von der letzten... Nee, doch, das habe ich doch schon, oder? Ach, naja. Ja. Jetzt. Ach, das ist ein... Ach, das ist nicht sein... Also, das ist schon sein Handy, aber nicht sein privates, sag ich mal, sondern sein... Weil es so eingeschweißt in der Tüte ist. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max! Stop right there, Nathan! Make me ho! Max! I got this! Get the fuck out of my face! You are so fucking dead! Get off me, bro! Naja, ich sag mal so, Nathan hat ja auch Warren einfach so drauf losgetreten und so. Und wir wissen ja, ich bin ja eigentlich nicht so, aber Warren aufhalten, raushalten. Eigentlich sollte man sowas nicht, wenn einer am Boden liegt, sollte man nicht noch drauf treten. Also ich halt ihn auf. Er ist nicht so der Warren, Typ. Stop it! Come on! Oh! Oh, my head! Why are y'all looking at me like that, huh? You! And you! You're all dead! Let's go! Now! Plus, my dad is on his way! You're all fucked! He owns you! Der Waffe hier rum. Even if Nathan definitely deserved a beating, we should try to be better than that. Ach nee, wir lassen das so. Damn, that was intense. Warren, thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better... Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father.
I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Na toll. Kein Geld aber zu Indien. Ja, hätten wir jetzt Geld, könnten wir ihn bezahlen, aber... Oder die Schulden zurückbezahlen. Wir hätten beides... Wir würden beides bereuen jetzt. Kein Geld für Frank und kein Geld für die Schule da. Aber wir müssen ja auch Vorbilder sein, nicht? I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole is gonna help us find Rachel. Or what? You'll actually shoot him? Chloe, do not count on my rewind. Seriously. Obviously, I'm not counting on you. That's why I have a gun. And I might even save you someday. About time. I am so going to hit you. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Ja, müssen wir das mal äußerst präzise anstellen jetzt hier. Auch wenn ich ein bisschen Kopfdruck habe. War hier nie irgendwas mit den Fotos? Fußabdrücke? Strandball. Oh, poor little beach ball. So, jetzt habe ich Fußabdrücke gemacht. Hä? Hey. Schild. Hier. Hier ist ein Wal. Von dem können wir jetzt ein Foto machen. Blows my mind that I was just here with Chloe in an alternate reality. Flyer? There might not be any Pan Estates by Saturday. Stop Pan Estates, danke dir. Ach, das hatten wir schon mal. Okay. Yeah, is not. I don't think Frank listened to my cleaning advice. It's not funny anyway. Okay, okay, okay. Hier sind deine Bierflaschen. Müll. Ein Tischchen. Und Futter noch. So, jetzt ab. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really?
Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Lady balls? Jesus, okay, okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Das hast du schon. Hilf uns oder sonst. Es tut mir leid, du verstehst nicht. Nee. You don't get it, man. This is for a good cause. No, man, I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me like you know more than I do. No, no, I'm not. I... Oh, Christ, I hate you, Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Don't you ever tell me what to do. Get it, bitch? Get it? Step the fuck back now! Papadou! You fucking killed my dog! Oh my god! Schnell wieder zurückschießen. Schießen. Oi, drehen meine ich. Jetzt hat sie nämlich auch den Frank erschossen. Ja. Oh no! Chloe. I just shot a man and his dog. I killed Frank Bowers. You saved my life, Chloe. It was self-defense for both of us. Max? Frank is really dead. I know, but we can't stop now. We have to find that code. Fast. Before the cops come. That's it. Let's get out of here. Sorry, Frank. I'm sorry. Auch wenn wir den Code jetzt haben. Jesus. Chloe actually killed Frank. Ja, ich werde jetzt nochmal versuchen, dass wir den Code bekommen. Ohne dass die beiden sterben müssen. Aber ich weiß ja jetzt, was so ungefähr passiert. So. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this will not go well. Max, I should have known you would be kind and rewind. So tell me exactly what I need to do here. Pass auf, was du sagst. Weg mit der Waffe. Weg mit der Waffe. Sei vorsichtig. Pass auf, was du sagst. Sei einfach vorsichtig. Be careful, okay? Don't give Frank any excuses to go ballistic. We need his help, Chloe. You know, I'm not a total fuck-up. Occasionally, I can be both cool and careful. Like now, okay? Ja, schließ erstmal die Tür hinaus, denn der Hund darf nicht rauskommen. Frank, your dog is kind of scary. Could you please close the RV door? You aim your gun at me, but you're scared of my dog? That figures. Ich habe ja nicht erschossen. Du hast mich nur erschrocken. Und so. Okay, there, you're safe. Now, what do you want? Just the names of some of your clients. Oh, is that... oh nee. Oh, ich hab Kopf. Hilf uns oder sonst.
Das hast du schon. You already did. Ah, oh, you fucking mental. I lost my keys, but I changed the lock. You better goddamn not be snooping around here. No, no, I... Oh, Christ, I... Yes, Frank. Without those black... Oh, nee. Let's just Don't talk. Don't you ever tell me what to do. Get it, bitch? Get it? Step the fuck back now! Oh, my God! God! You actually shot me. I wasn't gonna hurt you. Oh, this fucking hurts. Oh, it hurts. Chloe, you shot him. I know. You're both fucking crazy. What do you want? We just want the code for your account book. Now. Fine, whatever. Just put the goddamn gun down. You already shot me, all right? There. Now leave me alone, all right? Just get out of my life. Do you want us to call an ambulance or... No, thanks. You know what? I'll manage somehow without the police. Oh, right. Okay, es ist etwas besser aus der Yang, aber ich bin noch nicht zufrieden. Ich versuche es noch einmal. Ja. Listen. Ja gut, aber pass auf, was du sagst, ja. Please watch your mouth. You have no social skills here, and you will piss off Frank immediately. You kind of love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change. Or how you used to be. Tür schließen? Frank. You aim your. Oh ja, ganz gut mit dem Hund. Justin. Oh, is that? Ich entschuldige Listen, mich einfach. Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh, yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay, we're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Ich liebe Hunde. Pompe, die ist süß, scharf gemacht. Gab dem Hund einen Knochen. Oh. I love dogs. Period. I wish I had one trained as well as yours. Yeah, he had a bad trainer before. Real bad. But he's dead now. And I trained Pompidou how to be my friend. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? You have Rachel's bracelet. You obviously know more than you're telling. So tell us. Never come into my home and tell me what to do. Understand? Man, there is something about you that is so wrong.
I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank.